Hallo, grüß euch. Heute sage ich euch, wie man Leberwickel macht, der beim Fasten wirklich anzuraten ist, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man nicht gerade auf Wanderung ist. Der unterstützt nämlich die Leber beim Entgiften, fördert die Durchblutung und das ist einfach als zentrales Entgiftungsorgan gerade beim Fasten ganz wichtig. Gut, dann macht man mal die rechte Seite des Bauchs frei. Nimmt so ein, ich habe da ein Handtuch genommen, das ist befeuchtet, also wirklich nass. Man kann es auch in Schafgarbentee tauchen, weil Schafgarbe das, diese leberreinigende Wirkung und entgiftende Wirkung noch unterstützt dann. Ich habe es jetzt einmal da, also nass, kalt, kannst warm nass machen. Ne? Dann eine schön warme Wärmeflaschen drauflegen. Wichtig ist ein schön ruhiger, gemütlicher Ort. Dann nimmt man entweder ein Leintuch oder eben so ein großes Badetuch, was ich da habe. Und wickelt das um den Körper noch um. Die Wärmeflaschen tun wir so her. Also die Leber ist da unterm rechten Rippenbogen. Man kann sich ein bisschen Hilfe holen bei diesem Umwickeln. So. Und dann noch ein Decken drauf. Und die Geschichte hat sich. Da bleibt man jetzt so 30 Minuten liegen. Oder dreiviertel Stunde. Meistens schlafe ich ein dabei. Aber das ist jedem selber überlassen, was er dabei macht. Entspannen auf jeden Fall. Also ihr seht, wie einfach und schnell das geht. Die Utensilien hat jeder daheim. Und wenn ihr fastet, gönnt euch das um die Mittagszeit. Da ist die Leber aktiv und am besten da macht es. Ich wünsche euch schöne Fastenwochen. Viel Glück.